Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht noch vom Licht. Ist schon ziemlich spät, aber egal. Ich habe nämlich was gewonnen und zwar bei Lilli Radu. Das kennt der eine oder andere sicher. Die Handtaschen. Auf der Facebook-Seite von denen habe ich ein Goodie Bag gewonnen und zwar von der Berlin Fashion Week. Das Tiffany Goodie Bag. Ja, und das packe ich jetzt mit euch aus. Ich habe es schon mal ausgepackt. Natürlich, wer mich kennt, weiß, dass ich es nicht erwarten kann, solche Sachen auszupacken. Aber ich möchte euch trotzdem den Inhalt zeigen. Also, erstmal war diese schöne Karte dabei. Genau. Liebe Katrin, an bei die Goodie Bag von unserem Event. Wir wünschen ganz viel Freude damit. Liebe Grüße, Lea. Ja, Lea Radu. Ich freue mich total. So. Tun wir mal den Karton weg auf Seite. So sieht das gute Stück aus. Eine Goodie Bag von Tiffany & Co. Da ist drin einmal von Lili Radu. Natürlich. Die Taschen. Nein, keine Tasche. Leider keine Tasche. Nein. Aber zum Angucken ist auch toll. Ich liebe sie ja. Ob ich meine Lieblingstasche finde. Diese Klatsch, ist die nicht toll? Schaut mal. Okay, weiter geht's. Was haben wir noch in der Goodie Bag? In der Goodie Bag ist natürlich von Lili Radu etwas. Schaut mal, ein Goodie. Ein Goodie. Wenn ich verreise, kann ich mir jetzt stilecht das an den Koffer hängen von Lili Radu. Schaut mal. Und das ist ganz toll. Da steht drauf: Traveling is like dreaming with open eyes. Oh, ist das schön. Da muss ich gerade an die Mia denken, irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Die Mia Bruckmann. Liebe Grüße von hier. Ah, kennt ihr nicht? Ihren Blog? Die hat auch immer so schöne Sprüche. Oder die Katrin von Das Leben ist schön. Die kommt übrigens aus Berlin. Oder die, nein, die kommt nicht ursprünglich aus Berlin, aber sie wohnt in Berlin. Und die hat einen ganz tollen Blog. Ich könnte hier von ganz vielen Bloggern gerade schwärmen. Was haben wir noch dabei? Ganz tolle Sachen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem großen Karton hier von Tiffany und Co. Was ist da drin? Was ist da drin? In so einem großen Karton. So, was fällt euch denn bei Tiffany ein? Frühstück bei Tiffany, oder? Tada! Da gehen wir einfach mit so einer tollen Tasse Kaffee trinken. Und dann fühlen wir uns wie bei Tiffany. Okay, es glitzert bei uns vielleicht nicht so wunderschön wie bei Tiffany, aber immerhin. Also die ist ganz toll. Werde ich meinen Kaffee genüsslich schlürfen morgens. Freue ich mich total. Und über die Sachen, die ich ja schon gesehen habe auf der Facebook-Seite, was noch drin ist. Meine ersten Produkte von MAC. Oh, die sind so gehypt und ich habe keine Ahnung, ob die wirklich so toll sind. Prep and Prime habe ich da einmal. Ist noch zu, noch nicht verwendet. Wenn ihr möchtet, könnte ich euch das gerne mal für euch testen. Wie das so ist, ob das wirklich gut fixiert. Ich weiß es nicht, also gerade für meine Shootings wäre es perfekt. Da erwarte ich mir jetzt, dass ich das einmal auftrage und dass ich mich dann beim Shooting nicht mehr nachschminken muss. Okay. Und noch etwas da drin von MAC und zwar ein Lipgloss. Ein Lipgloss. Einmal von MAC. Ein Lipgloss. Schaut mal in der Farbe.
Ruby Wu. Wu. Ruby Wu. AB4. Ruby Wu. Kann es euch mal zeigen? Sieht man es? Ruby Wu. Sieht man jetzt, glaube ich, gar nicht so die Farbe. Ich kann sie mal auftragen. Ich habe keinen Spiegel hier, nein. Und dann muss ich das mit dem Handy machen. Also schmecken tut er schon mal sehr lecker. Und das ist eigentlich ein richtig knalliges Rot. Sieht man so gar nicht. Und das rauscht, weil es schon so dunkel ist. Okay. Und wie gefällt euch die Farbe? Steht mir, oder? Schon. Müssten meine Augen jetzt noch ein bisschen mehr geschminkt sein, finde ich. Aber das ist durch das Licht, wird das alles so verschluckt hier. Muss mich noch viel mehr schminken. Aber ich finde, die steht mir, die Farbe. Ich mag sie total. So, ihr Lieben, das war meine Goodie Bag von Lili Radu. Schaut mal auf deren Facebook-Seite vorbei. Die machen bestimmt noch mal irgendwie eine Verlosung oder so. Und die Taschen sind einfach ein Traum. Ja. Also, viel Spaß. Ciao.